So, dann herzlich willkommen. Ich melde mich kurz zwischen den Feiertagen zurück, wie versprochen. Und ab Dienstag übernimmt dann Thomas May meine Vertretung. Ich werde dann 2 Wochen lang im Urlaub sein. So, was ist noch passiert? Beziehungsweise ich will ja die Setups, die meisten sind absolut im Gewinn, auch ja, beendet worden, beziehungsweise Teilverkäufe wurden im Gewinn erledigt. Andere sind noch kurz zuvor aufgenommen worden, aber in dem Währungspaar beziehungsweise Basispaar wurden enorme Gewinne erzielt, sodass auch wenn dieser jetzt diese letzte Empfehlung sozusagen schief gehen sollte, wurden dort davor genügend, genügend Polster erzielt. Aber jetzt zunächst zum Dow Jones Index. Das wurde hier antizyklisch vorgestellt. Das Short Limit griff bei 17.580 Punkten. Teilverkauf wurde bei 17.460 getätigt. Das Kursziel lief dann nicht ganz an. Es war eben 100 Punkte weiter tiefer als der erste Teilverkauf. Der Stopp wurde auf Einstand nachgezogen. Somit sind hier mit einer Teilposition 120 Punkte realisiert worden. Im schlimmsten Fall wird man dann insgesamt mit der Position mit 60 Punkten Gewinn ausgestoppt. Hier sieht es jetzt schon danach aus, als wird es hier weiter ansteigen, dass hier jetzt die Korrektur schon zu Ende ist. Der Stopp wird aber dort gelassen. Im DAX wurde letzte Woche lang nicht gehandelt. Zu vage war eigentlich hier das Setup, beziehungsweise man wurde ja im DAO schon letzte Woche mit einem Short eingestoppt und durch die Ereignisse wollte ich im DAX dann sowieso keine neue Position aufnehmen. Hier sieht es natürlich erstmal unschön aus, allerdings mit dem Rückenwind von dem Reversal des Dow Jones sollte auch hier wieder der DAX Richtung 970, 950 Punkte ansteigen können. Hier hat wieder die 9850, dann wird vermutlich halten und eben dann wieder Richtung 970 ansteigen. Aber des Weiteren soll natürlich Thomas May dann nächste Woche die Richtung im DAX und in den anderen Basiswerten vorgeben. Ich will hier nur nochmal die Setups vorstellen, wo was noch läuft und wo man sinnvolles noch Stopp setzen kann, beziehungsweise wo Nachkäufe möglich sind. Also Dow Jones ist abgehakt, da wird auch nichts Neues vorgestellt. DAX ist auch kurz erwähnt worden, da ist natürlich auch nichts Neues geplant. Hier im Euro, im australischen Dollar, US-Dollar wurde erneut gekauft, nachdem hier der Ausbruch gehandelt worden ist. Hier verkauft, hier neu eingestiegen, hier verkauft. Sieht jetzt alles für die Neuen sehr, in dem Sinne sehr komisch aus, weil man wirklich das Tief und das Hoch relativ erwischt hat. Aber so war es auch jedes Mal vorgestellt worden, in den Videos erwähnt und die Kauflimits und die Verkaufslimit wurden frühzeitig platziert. Natürlich das Hoch wurde nicht erwischt, aber man wurde hier, das fast dieses Tageshoch wurde dann zum Ausstieg erstmal genutzt. Und wie gesagt, hier eben auch der Einstieg frühzeitig bekannt gegeben, war jetzt hier an diesem, beziehungsweise nach Vorstellung war das dann ja auch sogar definitiv das Tagestief dann. Also nicht das absolute Tagestief, sondern im weiteren Verlauf das Tagestief. Also hier passt alles soweit. Der Stopp ist hier relativ weit gelegt. Sollte es in meiner Abwesenheit noch hier runtergehen, dann, wie gesagt, auch hier wurden gewaltige Gewinne mitgenommen. Bleibt hier auch dieses Kauflimit und dieses Kauflimit ist sowieso ausgeführt worden, aktiv. Also das bleibt so lange auch während meiner Abwesenheit erhalten. Bei Silber
das gleiche, hier eingestiegen, verkauft, das Hoch nicht mitgenommen, hier wieder eingestiegen, verkauft, hier eingestiegen, hier wieder verkauft, hier eingestiegen, jetzt liegt man im Minus. Hier wird, wenn man hier auf Tagesschlusskursbasis ausgestoppt wird oder auch auf 4-Stunden-Basis, aber ich nehme eher das als Tagesbasis, den Stopp, dann ist hier zwar kein minimaler Verlust angefallen, aber ein Verlust, der absolut vertretbar ist, weil hier über 1000, ja, 1500 Pips mitgenommen worden ist in den letzten Monaten, eben ab dem Ausbruch hier bei 1445, glaube ich, war es dann. Aber hier wird eben nichts Neues von meiner Seite passieren in den nächsten 4 Wochen. Entweder wird man nicht ausgestoppt und es läuft einfach beliebig weiter. Hier gibt es auch kein Verkaufslimit. Jeder muss dann natürlich selbst entscheiden, wo er dann rausgeht oder auch mit einer geringen Position noch dabei bleibt. Evotec. Halbe Position eingestoppt. Hier liegt man leicht im Minus. Allerdings bleibt der Stopp hier auf 3,1,15 erhalten. Chevron wurde auch schon Teilgewinne mitgenommen. Nicht ganz das Kursziel erreicht. Stopp auf Einstand und gut ist, das wird auch dann nach meinem Urlaub natürlich nicht mehr weiterverfolgt. Denn es war eh ein kurzfristiges Setup. Das wurde jetzt hier mit Verlust ausgestoppt. Das Pfund. Bei Gold, das bleibt erhalten. Ich habe jetzt hier nur das Anfangsszenario, bevor der Kurs jetzt hier reingeflattert ist, vorgestellt, die drei Kaufzonen. Ich glaube, der Stopp liegt hier auf Tagesbasis auf 1190 Punkten. Also hier ist im Text erwähnt worden, 1200 Punkten, da wird noch knapp oberhalb noch ein zweites Kauflimit platziert. Das kann jetzt jeder natürlich selbst entscheiden. Der Stopp bleibt hier und ja, sollte es nach meiner Abwesenheit hier runtergehen, dann ja, habe ich vielleicht Pech gehabt oder ich melde mich kurz aus dem Urlaub zurück. Jedenfalls, das finde ich immer noch sehr spannend, Gold. Twitter hat sich hier auf Schlusskursbasis genau noch gehalten, liegt aber leicht im Minus. Allerdings war es auch jederzeit in den Videos erwähnt worden, dass es nicht ganz so prickelnd aussah, aber ich bin dabei geblieben und jetzt liegt es halt im Minus. Morphosis, Teilgewinne würden ja, bei 42,80 mitgenommen, Stopp nachgezogen. Kaufkurs war hier unten. Absolut, ja, passt alles soweit, wird auch nicht mehr erstmal weiterverfolgt. Morphosis. Fresenius hier den perfekten Einstieg gefunden. Wie auch bei Gold oder Silber, alles frühzeitig ab zu dem Zeitpunkt, wo die Kerze hier feststand, das Kauflimit platziert. Kann jeder im Stream nachlesen. Absolutes Tief erwischt. Da bleibt es einfach auf Einstand. Wird es ausgestoppt, sage ich mal, plus minus null, sind außer Spesen nichts gewesen. Steigt es weiter an, hat man hier den absoluten Tiefkurs erwischt. Das war es jetzt hier von meiner Seite aus. Nochmals, 2 Wochen wird der Thomas May mich ersetzen und dann bin ich wieder ab dem 10. April melde ich mich mit einem Video dann wieder zu Wort. Danke und bis dahin viel Glück und viel Spaß.